Liebes Publikum, herzlich willkommen hier bei uns im Container am Gorki und zu Hause im Livestream oder unterwegs im Livestream. Wir sind hier bei Zeit, sich zu erinnern heute Abend. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen von 61, 91, 21, immer wieder Deutschland. Das ist das Rahmenprogramm zur Ausstellung, die gerade bei uns gastiert. Offener Prozess, kuratiert von Ayşe Güleç und Fritz Laszlo Weber. Und wir beschäftigen uns in diesem Rahmenprogramm insbesondere mit den Zusammenhängen zwischen Rassismus und Klassismus. Jetzt sind wir an diesem Wochenende, am Wochenende des 60-jährigen Jubiläums, Fragezeichen, des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens und haben schon eine kleine Reise hinter uns am Freitag angefangen mit dem generationenübergreifenden Gespräch mit den drei Gorki-Schauspielerinnen Aysima Ergün, Sesede Tersian und Sema Poyraz, moderiert von Mohammed Amjahid, und dann fortgesetzt im Treffen von Bülent Kulukçu und Anthony Hüseyin, während es im ersten Teil um die Frage der Zugehörigkeiten ging, haben sie das im zweiten Beitrag dann vor allen Dingen über eine musikalische Komponente besprochen. Gestern haben wir uns hier mit Ayhan Salar seinen Film In fremder Erde angeguckt und danach ein Gespräch auch darüber geführt und dann das Konzert hier gehabt von Ozan Atacanani und der Band Karava. Jetzt sind wir hier am 31. Oktober, sozusagen einen Tag nach 60 Jahren, und freuen uns wahnsinnig auf den Vortrag von Abdurrahman Gümrükçü, der uns von seiner Geschichte und seiner Lebensgeschichte, die sehr stark durch das Anwerbeabkommen geprägt ist, erzählen wird, bevor er dann im Gespräch mit der Gorki-Intendantin Shermin Langhoff noch auf ein paar andere Fragen eingehen wird oder da noch einmal im Gespräch die kritischen Punkte und die schönen Momente abtasten wird. Ich stelle Abdurrahman Gümrükçü ganz kurz vor und dann können wir uns auf ihn freuen. Am 5. September 1950 geboren, kam er Ende der 1960er Jahre als junger Mann über das Anwerbeabkommen zwischen der BRD und der Türkischen Republik nach Deutschland. Zunächst baute er in den Salothermwerken in Freistadt Türen und später arbeitete er dann in einem Schreinereibetrieb in Kodalsburg. Dieser letztere Schreinerbetrieb wollte ihn auch nach der über das Anwerbeabkommen vereinbarten Zeit einstellen. Und so ist Abdurrahman Gümrükçü im Nürnberger Raum auch geblieben. Heute engagiert er sich für die lokale SPD und viele weitere soziale Einrichtungen. Und vor allen Dingen beglückt er uns auch mit privaten Archivbildern und einem Vortrag oder Vorträgen über seine Zeit bis hierhin und als einer der ersten türkischen GastarbeiterInnen. So auch heute und herzlich willkommen, Abdurrahman Gümrükçü. Das Feld gehört Ihnen. Wunderschönen guten Abend. Liebe Berlinerinnen und Berliner, herzlich willkommen. Auch ein paar Freunde aus Franken sind auch unter uns mit dabei. Denen sage ich auch Grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und vorab möchte ich bei der Maxim Gorki Theater besonders bedanken, dass Sie bei mich an dem Ehrenabend hier einladen. Und das ist für mich eine Ehre, dass ich in unserem Hauptstadt, unserem 60 Jahre Anwerbeabkommen, heute mit Ihnen mit dem PowerPoint von meiner Geschichte zu erzählen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Also, ich heiße Abdurrahman Gümrükçü. Meine Vorname auf Deutsch gutmütiger und die Nachname ist
Zöllner. Bis 1934 gab es in der Türkei keinen Familienname. Und der Mustafa Kemal Atatürk hat nach europäischer Ordnung hat in der Türkei auch die Familiennamen eingeführt. Und damalige Zeiten war mein Urgroßvater im persischen Grenze, war Zollbeamter. Und dann hat er dann gleich die berufliche Name übernommen. Und deswegen Gümrükçü ist in der Türkei-Ebene am Schwarzes Meer Region, wo ich geboren bin, und Teil davon, die Verwandten, die wohnen dann in Trabzon. Ja, mein Vater war Zollbeamter, Förster, und meine Mutter war Hausfrau. Aber muss ich sagen, meine Mutter war Analphabet, aber eine ganz gute Mutter. Die hat uns sehr gut aufgezogen. Mein Vater, berufliche Situation, sehr viel unterwegs. Und damalige Zeiten hat nicht so viel Autos gegeben. Und er war immer mit Pferd unterwegs. Und die Wälder aufpassen und die Dörfer achten, dass das alles in Ordnung ist. Und dann, wir sind 7 Geschwister, 2 davon sind nach der Geburt kürzerer Zeit gestorben, also 4 Brüder und einem Schwester. Wir sind aufgewachsen mit unserer Familie, mit Vater und Mutter. Wir haben wir sind in einem Zimmer aufgewachsen. Wir haben 2 Zimmer, Wohnung, Haus gehabt, aber ein Zimmer war Gästezimmer und da dürfen wir nicht rein. Aber weil wir haben unheimlich viel Gäste bekommen und die Gäste ist in der türkischen Kultur hat einen großen Voran. Und diese Foto 1970, bevor dass ich nach Deutschland gereist bin, habe ich für meinen Pass machen lassen. Und das ist dieses Jahr noch. Also ich komme von Schwarzes Meer-Region, Grenzstadt Artvin, und das ist die Nachbarregion Georgien. Und bei uns viele Dörfer sprechen auch Georgisch. Aktuell durch das Grenzeröffnung ist dann die Sprache ist aktueller geworden. Und meinem Frau muss ich zeigen, meine Frau stammt in der Nähe Pamukkale, Denizli, hier. Und wir haben uns dann, später komme ich dann drauf, wir haben uns im Kadersburg kennengelernt. Und das ist meinem Geburtsort. Sie sehen, linksrum sind die Berge und grüne Oase. Und das ist meinem Geburtshaus. Das steht heute noch voll eingerichtet, so wie meinem Eltern. Und das ist meine Grundschule. Da bin ich 5 Jahre lang Schule gegangen. Kurz vor meinem Geburtsort, der liegt ungefähr 1200 Meter Meeresspiegel. Wir haben industriell überhaupt nicht. Aber bei uns ist von den Familien ist er vorgesehen. Ich verkaufe meine Jacke, aber liebe, dass die Kinder studieren. Und denen gehöre ich auch dazu. Und ich habe bis zum 5. Klasse bin ich dann mit meinen Eltern zusammengewohnt. Und ab 12. Lebensalter habe meine Eltern verlassen müssen. Dann bin ich dann. Und noch zusätzlich über unsere Ortschaft. Bei der Kommunalwahl 1930 ist erste türkische Bürgermeisterin gewählt. Also als Frau, und da bin ich sehr stolz drauf.
Und dann um 1934 erste Gemeinderäten gewählt. Und da bin ich auch stolz drauf, weil die Frauen haben die Vorfahrt und die Gleichberechtigung. Und das ist meine erste Schulfoto. Ja, in unserem Zeitraum hat farbige Foto überhaupt nicht gegeben. Und das ist ja so gestelltes Fotoapparat und da ist dann gemacht. Also ich war dann nach dem 5. Klasse, muss ich ja weiter studieren. Und dann bin ich dann von meinem Eltern 25 Kilometer entfernt. Habe mich selbst versorgt und 3 Jahre lang. Und das ist jetzt die Yusuf Valley. Und damalige Zeiten, wir haben ja auch nicht viel Geld gehabt. Und auch es gab auch nicht viel Autos. Und hat in damalige Zeiten, die Schulen waren auch Samstag bis zum Mittag, hat Schule gegeben. Und dann Samstagnachmittag, wir sind mit den Freunden 25 Kilometer zu Eltern gelaufen, zu Fuß, 4 Stunden lang. Und dann waren wir in unserer Ortschaft, weil die Sehnsucht ist groß, Mama besuchen und so weiter. Und dann Sonntagabend, wir sind wieder zurückgelaufen. Und diese Ortschaft bleibt 20, 25 oder 20, 26. Da wird jetzt die größte Staudamm gebaut. Und das bleibt so wie ist, bleibt alles unter dem Wasser. Es ist schade, aber ist halt so. So haben die entschieden. Naja, dann bin ich, habe ich hier auch nach 3 Jahren, habe ich dann auch absolviert die Mittelklasse, Mittelschule. Bin ich dann in unserer Stadt zum Weiterstudieren. Und Artvin ist unsere Stadt und ungefähr 30.000 Einwohner. Aber wie ich in der Schule gegangen bin, damals war nicht so groß. Und hier habe ich die Fachoberschule besucht im Schreinerhandwerk. Und dann habe ich dann 22. September 1969 habe ich dann absolviert. Und das ist meine Zeugnis. Das gilt in der Türkei als wie Meister. Aber hat in Deutschland keine Gültigkeiten. Ne? Und dann, ich habe dann natürlich wollte weiter studieren. Und dann habe ich dann bei der Uni-Prüfungen teilgenommen, aber leider habe ich das nicht geschafft, weil ist halt so. Dann habe ich mich dann entschieden und in diesem Zeitraum waren in der ganzen Türkei über tausende Absolventen von Fachoberschulen und dann hatte die türkische Regierung, wir waren alle arbeitslos und wir sind auch nicht unterkommen an der Uni und so weiter. Die haben dann für uns extra Sondergesetz erlassen, dass wir ohne Militärdienstleistung mit befristetem Pass, wir können uns dann bei der Arbeitsamt melden, als Fachkräfte Ausland zu arbeiten. Und habe ich mich am 2. Dezember 1969, ohne meine Eltern zu fragen, habe ich gemeldet bei der Arbeitsamt im Artvin. Und dann bin ich dann in unserem Dorf gefahren und habe zu meinen Eltern gesagt, also ich habe mich entschieden, in Ausland zu arbeiten, habe mich bei der Arbeitsamt gemeldet. Und wenn ich die Einladung bekomme, dann gehe ich nach Deutschland zu arbeiten. Und das war natürlich unangenehm für meine Mutter. Weil von 5 Geschwistern ist gar keine ist bei denen geblieben. Wir sind alles gestreut in die Türkei-Ebene. Und ja, aber ich habe mir das Ziel gesetzt, ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht arbeitslos zu Hause sitzen. Und dann das habe ich Gebrauch gemacht. Und dann habe ich am 12. März 1970 habe ich meine Einladung bekommen. Und dann ist dann Fritz Gerecht,
Ich musste mich dann am 22. März in Istanbul bei der Deutschen Arbeitsamt vorzustellen. Aber es gibt Vorgänge, muss ich dann die Vorlauf machen, meine Führungszeugen sollen, dass ich keinen Straftaten gemacht habe. Und dann habe dann bei der Polizei habe dann Antrag gestellt für den Pass. Und dann habe ich dann bekommen. Und am 21. März bin ich dann mit Bus nach Istanbul gereist. Und meine Mutter hat mich nicht verabschiedet, weil die hat sich nicht vertragen. Die war dann bewusstlos, wie ich gesagt habe, also tschüss Mama, ich gehe. Und die hat sich nicht vertragen, aber mein Vater hat gesagt, Bu, gehst du nach Deutschland? Wenn du zurechtkommst, ist in Ordnung. Wenn du nicht zurechtkommst, dann schreibst du uns einen Telegramm oder schickst einen Brief. Wir holen dich wieder zurück. Dann waren die in Istanbul, das ist die Arbeitsamt, da waren die zigtausend Leute. Also die Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Deutschland ist unterzeichnet am 30. Oktober 1961 in Bonn. Und dann die Anwerbestopp war am 23. November 1973. Und in diesem Zeitraum hat in der Gesamttürkei 2,6 Millionen Menschen haben sie sich beworben, in Deutschland zu arbeiten, Frauen und Männer. Davon sind die 678.701 Männer sind nach Deutschland gekommen und 146.682 Frauen. Also insgesamt in diesem Zeitraum sind nach Deutschland gekommen 825.383 Personen von der Türkei. Und ich bin eine davon. Also in Istanbul läuft die gesundheitliche Prüfungen. Die untersuchen uns mit allem. Und dann die fachliche Prüfung. Und dann auch, die prüfen uns, ob ich schreiben und lesen kann, obwohl dass ich Absolvent bin. Aber das ist halt vorgeschrieben. Das ist halt einmal deutsche Bürokratie. Ne? Mir war das unangenehm bei der gesundheitlichen Prüfung, die letzte Prüfung, ganz körperliche Untersuchung. Und dann die Arzt war Herr, deutsche Arzt, und die Helferin war eine Frau, Türken, Dolmetscherin. Und wir haben uns dann vor der Frau ausziehen müssen. Und das war für mich schrecklich, unangenehm, dass man vor der Frau ausziehen. Ich habe mir also habe gedacht, was soll das? Hätten sie doch einen männlichen her, aber dann habe ich zum Schluss gedacht, bist du sowieso nackert auf die Welt gekommen. So, dann ist alles abgelaufen, habe alles geschafft und dann am 2. April 1970 habe ich meinen Vertrag unterzeichnet. Weil dann kriegst du dann Bescheid. Also gesundheitlich ist alles in Ordnung, beruflich alles in Ordnung. Und das ist mein erster Arbeitsvertrag. Und der Firma, in dem Arbeitsvertrag, entschuldigen, in dem Arbeitsvertrag ist, wo wir, wenn ich nach Ankunft, wo ich arbeiten und wie viele Stunden, dass ich arbeite, wie viel Stundenlohn, dass ich bekomme, wo ich übernachte, wie wird die Räumlichkeiten sauber gemacht und so weiter, steht alles im Vertrag drin. Ich habe damals mit 4 Mark 39 Pfennig bin ich nach den Vertrag unterzeichnet. Naja, und dann
fängt die Ausreise an. Die haben uns dann 2 Tage Pause gegeben. Wir sollen dann versorgen und so weiter. Ich habe dann natürlich, mein Vater, muss ich sagen, hat kein Geld gehabt. Und ich habe von dem Dorfsprecher 1200 türkische Lira, das sind umgerechnet damals 600 Mark, habe geliehen. Und dann habe ich in Istanbul 14 Tage lang im Hotel übernachtet und so weiter, habe dann 300 Mark, also 600 türkische Lira, habe gebraucht. Und dann Rest habe ich, bevor dass ich Zug einsteigen, habe ich dann meinem Eltern geschickt, dass sie das zahlen sollen. Und das ist unsere Legitimationskarte. Ohne diese Karte können wir im Zug nicht einsteigen. Und übrigens, das ist die erste Arbeitserlaubnis, weil der Firma bestellt uns für 1 Jahr befristeten Vertrag. Und wenn wir dann nach dem Ankunft, muss man dort 1 Jahr lang arbeiten. Und 1 Jahr später, wenn wir dort bleiben, dann musste der Arbeitgeber einen Arbeitserlaubnisantrag stellen. Also das ist gleichzeitig Arbeitserlaubnis. Und wir sind dann am 4. April, Freitag, Nachmittag, wir sind im Sirkeci, so haben wir auch im Zug eingestiegen. Aber natürlich von meinen Eltern war niemand dabei. Und alle anderen waren verheiratete Personen und so weiter, denen ihre Familie ist gekommen. Das ist ein Abschied, das ist schon, kann ich gar nicht schildern. Also weinen und so weiter. Und dann, fahren wir dann von Istanbul weg, über Griechenland, Bulgarien, ehemalige Jugoslawien, Österreich. Dann kommen wir in unserem Landeshauptstadt in Bayern, München, kommen wir an. Und die haben uns dann empfangen. Und im Hauptbahnhof gibt es einen unterirdischen Bunker. Und da haben die dann uns empfangen. Und da gibt es keine Fenster, gar nichts. Und die Bayerische Rote Kreuz haben die uns gepflegt. Also die haben uns Kaffee serviert, Essen, Frühstück vorbereitet und die haben uns herzlich willkommen heißen. Also muss ich sagen, es war top organisiert. Und da wird dann, wir waren ja tausende Menschen und dann wird dort dann deutschlandweit weit, wenn die Uhrzeiten kommen vom Zug, fahren, dann wird geteilt. Und dann auf einmal ruft der Dolmetscher an, 84, 31. Und das war bei meinem Vertrag auf der rechten Seite oben standen. Und bis dahin, bis in München, habe ich mir nicht gedacht, was das ist. Das war die Postleitzahl vom Freistaat Oberpfalz. Ja, es gab ja in der Türkei keine Postleitzahlen. Ach, Entschuldigung. Ja, und dann, wir sind dann über den Regensburg nach Neumarkt gereist mit Zug. Und dann, Dolmetscher hat uns dann von Neumarkt abgeholt. Das war 6. April und das ist meine Erstkunft, Ankunft in Deutschland, meinem Arbeitsstelle Freistaat Oberpfalz. Das ist eine Gemeinde. Und damalige Zeiten so circa 2000 Anwohner. Und da habe ich in dem Kneipe meine erste Bier getrunken. Und das ist wichtig. Ja, und wir sind angekommen, muss ich sagen, ich war sehr enttäuscht, weil ich habe mir vorgestellt, ich komme nach Deutschland, in Großstadt München, Nürnberg, Frankfurt, Köln oder Hamburg, dann kann ich dann tagüber arbeiten und am Abend kann ich dann Sprache lernen und studieren. Aber das war nicht der Fall, das war ein Bauerndorf und die Firma ist ja 2 Kilometer entfernt vom Zentrum, mitten in den Maisfeldern.
Dann habe ich gedacht, also habe ich mich schockiert. Und habe drei Tage habe wirklich geweint. Und ich war dann nicht alleine, das war meine Trost. Wir waren drei Schulfreunde von Artwin zusammen gereist, im selben Arbeitsstelle. Naja, und dann im Wohnheim waren die circa 20 männliche Arbeitskräfte, alles aus der Türkei. Und die Firma hat 200 Beschäftigten. Und die haben dann immer bei mir geklopft. Ja, bitte hör auf, nicht mehr weinen. Wir haben ja unsere Kinder dort lassen und so weiter. Und habe dann nach drei Tagen später habe weinen aufgehört und habe die Bücher gekauft in Istanbul vor dem Abreisen und habe dann Deutsch zu lernen, Selbststudium gemacht. Und muss ich sagen, innerhalb drei Monaten, nach den drei Monaten habe ich keinen Dolmetscher mehr gebraucht. Weil für mich war der wichtig, ich arbeite hier, ich lebe hier und die Sprache ist Schlüssel des Lebens. Und das war für mich wichtig. Und unsere Firmen, Hauptsitz war damals in Nürnberg und der Chef hat alle vier Wochen ist er nach Freistadt gekommen mit Dolmetscher, hat er uns immer gefragt, ob wir was brauchen und so weiter, geht's uns gut? Ob wir Wünsche und Anregungen haben. Nach drei Monaten später gesagt, nein, ich kann mich selbst verdienen. Und dann war dann natürlich für den Chef war der Schock, hat er gesagt, das war nie da, dass eine Mitarbeiter so kürzere Zeit Deutsch sprechen kann. Naja, meinem ersten Arbeitstag kann ich mir auch nicht vergessen. Ich bin in dem Türenproduktion rein. Und haben die mir eine Dame als vorgestellt und ich soll mit ihr zusammenarbeiten. Das war für mich war der Schock, weil im Schreinerei Frauen zusammenarbeiten, das war in der Türkei nie der Fall. Aber man gewöhnt sich dran und dann merkt man später, Frauen sind sehr wichtig, auch im Berufsleben. Und dann habe ich mit ihr dann zusammen gearbeitet. Naja, natürlich, wenn wir in die Fremde kommen und in diesem Zeitraum gibt es keine Handy, kein Telefon, nichts. Und muss man alle vier Wochen dann meine Eltern einen Brief schreiben und so weiter. Und diese Foto habe ich im Freistaat machen lassen. Und die Fotostudio war da hinten, Foto Merz. Und die haben meinem Foto gemacht und die habe dann einen Brief geschrieben, meinen Eltern geschickt. Mir geht es gut, macht euch bitte keine Sorgen über mich. Ja, und das sind meine Schulfreunde. Wir sind zusammengekommen, aber in jedem Zimmer muss zwei Leute schlafen. Und deswegen, wir waren dann zu zweit und eine ist mit anderen Kollegen dann übernachtet. Und die ersten Einkaufstag, wir waren dann im Freistaat beim Einkaufen, waren wir im Sparladen und die Verkäuferin, also Inhaberin, die Frau, hat alles gewusst, was wir essen darf und was wir nicht essen darf. Und sie hat uns dann bedient. Und nach dem Einkauf, ihr Mann war Gemeinderat und der hat dann mit Auto hergekommen und hat dann uns nach Heim gefahren und habe gesagt, schau mal, wie freundlich das die sind. Also wie herzlich, dass die uns aufnehmen. Und das war auch für mich sehr gut. Naja, als Jugendliche, wenn wir herkommen, was machen wir dann? Machen wir Führerschein. Muss ich noch mal vorgreifen, warum dass ich mich nach Deutschland entschieden? In unseren Dörfern sind die Männlichen, haben sie sich nach Deutschland beworben, 60er Jahren, sind innerhalb ein Jahr später sind zurückgekommen mit ganz schicken Anzug, tolle Hemd, Krawatten, Hut. Und natürlich auch tolles Schuh.
Und dann manche sind mit Auto gekommen. Und da habe ich mir gedacht, als Junge, schau nachher. Der war in der Türkei, Bauarbeiter, der hat schaut, dass er zurechtkommt mit seinem Gehalt. Und jetzt kommt innerhalb ein Jahr später von Deutschland, ist er reicher Mann, sogar Auto. Und das hat mich gereizt, dass ich nach Deutschland beworben. Natürlich, ich habe ja von der Ausreise, habe von der türkischen Regierung 18 Monate befristete Pass gehabt. Und dann habe ich mich dann bei der Fahrschule angemeldet, 29. Januar 1971. Und habe den Fahrlehrer gesagt, habe gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss so schnell wie möglich meinen Führerschein machen. Also, und 12. März habe ich meinen Führerschein bekommen. Ich habe die Prüfungen alles deutsch gemacht. Damals auch türkische Fragebogen gegeben, aber habe gesagt, nein, ich mache auf Deutsch. Und mit null Fehler habe ich das geschafft. In 5 Wochen. Wenn man willig ist, dann geht's alles. Naja, wenn wir Führerschein haben, was macht man dann als Junge? Muss man dann Auto kaufen? Und das war mein erstes Auto. Baujahr 62 und mit 3 Monaten TÜV. Und das habe ich ja sowieso nicht begriffen, was das TÜV heißt. Habe ich gekauft. Und dann habe ich mir auch Ziel gesetzt, ich bleibe nicht in dieser Firma. Weil diese Firma ist einfach zu groß. Wenn ich für die Militär zurückgehe, der kann mich nicht mehr zurückholen. Und deswegen, Auto war für mich wichtig. Und dann habe ich im Zeitungsinserat gelesen, Neumarkt der Nachrichten, im Freistadt, im Kadolsburg, sucht einem Schreinerei Schreiner. Und habe ihn angerufen. Und habe gesagt, ja, ich habe gelesen, Sie suchen Schreiner und ich möchte mich bei Ihnen vorstellen, mit meinem Freund zusammen. Und dann ergibt dann Sonntag Mittag um 11 Uhr am Vorstellungsgespräch Termin. Dann habe ich gesagt, was soll das? Um Sonntag um 11 Uhr, die Deutschen haben ja Sonntag ihre warme Küche, Schäufele auf dem Tisch, und oder Rinderbraten und so weiter. Und der Chef macht um 11 Uhr Vorstellungsgespräch. Das war für mich unbegreiflich. Aber später habe ich dann gemerkt, er will seine wertvolle Zeiten in seiner Freizeit nicht nützen, sondern in der Freizeit will er das, die Vorstellungsgespräche machen. Hat er gesagt, sehr junge Menschen, dann könnt ihr sofort bei mir anfangen. Dann habe ich gesagt, ja, sofort können wir ja nicht, weil wir haben ja Vertrag mit der Firma, also 14 Tage damalige Zeiten. Man braucht ja nicht schriftlich kündigen, sondern mündlich hat auch gereicht. Und dann habe ich dann Montag, um 22. März 70, habe ich dann bei der Firma Kündigung ausgesprochen, dass ich Ende meiner Vertragszeit nicht mehr da arbeiten. Und dann, ich habe dann am 5. April 1971 habe in Kadolsburg Arbeiten anfangen. Das ist unser Büro. Das war, Firma war direkt im, am Marktplatz. Ja, das ist halt immer solche Geschichten. Ja, und dann habe ich dann angefangen arbeiten. Und diese Firma hat auch Töne hergestellt, hochwertige Töne. Sogar die Bundestag, die Töne sind auch von mir, also hochwertigen. Und wir haben nicht nur für Deutschland hergestellt, sondern weltweit. Naja, und dann, meinem Arbeitsvertrag ist er abgelaufen und dann hat er meinem Chef hat er für mich dann das ist mein erster offizielle Arbeitsvertrag in Deutschland. Für die Firma ist er aufgestellt und das ist dann befristet, wann? Bis 73. Naja, und ich habe dann dort gearbeitet,
Und meine zwei Freunde waren auch mit mir, aber die haben dann nach 14 Tagen haben sie sich dann anders entschieden, dann sind die weg. Und ich bin dann dort geblieben, weil ich wollte nach meinen Militärzeiten unbedingt wieder zurück nach Deutschland. Und das war für mich wichtig. Und deswegen bin ich dann dort gearbeitet und das war natürlich vom anderen Auto ist der TÜV abgelaufen. Das ist der jetzt zweite Auto. Das war meine Mustafa Abi, Arbeitskollege mit den Bekannten. Und das war mein erstes Foto in Nürnberg an der Wörthersee. Juni 71. Und das ist die Großbau-Wohnanlage, Noricus heißt es. Und das war damals noch im Bauphasen. Ja, und dann natürlich, die Zeit drängt. Ich muss am 15. Oktober 1971 Deutschland verlassen, weil mein Pass läuft ab. Ich muss mich dann zurück nach Türkei und bei der Militär vorzustellen. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, innerhalb die Zeitraum, die 6 Monate, die ich bei ihm gearbeitet habe, habe ich gesagt, Chef, wie sind Sie zufrieden mit meiner Leistung? Hat er gesagt, sehr zufrieden, Abraham. Da können Sie mich dann zurückholen? Hat er gesagt, das mache ich. Jetzt komme ich dann drauf, Abraham, weil mein Name ist sehr schwierig zum Aussprechen, obwohl das europäische Buchstaben sind. Aber im Freistaat, wie ich 14 Tage in Deutschland war, hat ein Arbeitskollege zu mir gesagt, lieber Abdurrahman, ich kann deinen Namen aussprechen, aber meine Landsleute haben Schwierigkeiten. Dann nur, ich schlage vor, ob du wenn ich dir Abraham nenne, ob du das annimmst. Habe ich gesagt, jawohl, Kurt, das nehme ich an. Und seitdem bin ich Abraham, also als Spitzname. Aber das stört mich überhaupt nicht. Wenn Sie heute im Kadospur fahren und fragen Sie über die Abdurrahman, die kennen die nicht. Aber wenn Sie über den Abraham fragen, ah, der Schreinermeister, den kennen wir. Naja, und dann habe ich dann am 15. Oktober 1971 mit dem ersten, das war mein erster Flug mit Turkish Airlines, und damals hat ja von Nürnberg keine Flüge gegeben, bin ich dann von München nach Ankara geflogen. Naja, und dann bin ich am 3. November bin ich dann Militär eingerückt und für die 20-monatige Dienstleistung. Und dann, ich habe ja mit meinem Chef immer kontaktiert über die Berufe und so weiter. Und meinem Chef war es zu eilig. Er hat in der Türkei die Militärzeit auch so kurz wie in Deutschland. Der hat mich dann zwischenzeit nach 12 Monaten hat er mich wieder eingeladen. Und dann haben die arbeitsam die Einladung zurückgeschickt, dass derjenige noch nicht entlassen vom Militär. Und dann habe ich dann meinem Chef Einschreiberbrief geschrieben, bei uns dauert die Militärzeit 20 Monate. Bitte lad mich nach 20 Monaten ein. Und das war die Einschreiberbrief, die Quittung. Dann bin ich am 30. Juli 1973 bin ich dann entlassen und bin ich dann nochmal, sicherheitshalber bin ich nochmal zum Arbeitsamt und habe mit 1.8.73 nochmal für Deutschland zu arbeiten gemeldet. Weil ich habe gedacht, wenn meinem Chef mich nicht einlädt, dann wenigstens versuche über die Arbeitsamt wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Und am 9. September 1973 in unserem Dorf, der Post kommt in der Woche nur zweimal, Montag und Donnerstag. Und das ist nicht mit Auto, sondern mit Pferd abgeholt. Und dann, die ganze Dorfleute sammelt sich an den Wochentagen, Montag und Donnerstag, vor dem Postamt.
und die Postbot ruft immer die Namen an. Und dann am 9. September ist mein Name gerufen worden und habe gesagt, das ist mein Tag, da ist die bestimmte Einladung mit dabei. Und es war wirklich so, ich habe mich dann riesig gefreut, dass mein Chef mich wieder zurücklädt. Und dann, am 28. September soll ich in Istanbul bei der Arbeitsam mich wieder vorzustellen. Die Vorgang war alles so wie erst einmal. Also ich bin über die Anwerbeabkommen bin ich zweimal nach Deutschland gekommen. Aber die gesundheitliche Prüfungen, fachlich und alles habe dann durchcheckt. Und 9. September habe ich meinen Vertrag unterschrieben. Und das ist meine zweite Firma in Cadolzburg. Und da ist dann auch die Stundenlohn, alles drinsteht, auch die Übernachtung und so weiter. Und, aber damals habe ich dann von meinem Chef 8 Mark, 15 Pfennig Stundenlohn bekommen. Und das war für mich sehr gute Stundenlohn. Und dann bin ich dann am, meinem Chef hat mich dann mit dem Condor-Flüger zurückgeholt. Und am 13. Oktober 1973 früh, 5.55 Uhr, von Istanbul nach München geflogen. Und dann vom Flughafen München sind wir wieder im Bahnhof, unterirdische Bunker gebracht. Und da haben wir dann uns wieder geteilt. Und dann mit dem Zug bin ich dann nach Nürnberg gefahren. Und der Dolmetscher sagt zu mir, ja, Ihre Chef wartet im Nürnberger Hauptbahnhof. Aber ich sagte, der wartet nicht, weil der hat keine Zeit. Naja, und dann bin ich in Nürnberg angekommen mit dem Zug. Und damals war im Nürnberger Hauptbahnhof war Verkehrskreditbank, so Baraka. Und da kannst du dann ausländische Währung tauschen. Und habe dann die 100 türkische Lira habe getauscht und habe dann 33 Mark bekommen. Und habe mir dann die, nach Cadolzburg die Tickets selber gekauft. Dann bin ich dann nach Cadolzburg gereist mit dem Zug. Und das war Freitagnachmittag, bin ich dann in Cadolzburg angekommen. Und dann vom Bahnhof bin ich dann im Firmenhof gelaufen. Und mein Chef hat mich gewartet. Das war Freitagnachmittag, 15.30 Uhr. Und dann, mein Chef hat mich gleich herzlich genommen. Ah, Abraham, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und hat seine Frau runtergerufen. Sie ist dann auch gekommen. Und dann hat mein Chef gesagt, Abraham, weißt du was? Ich habe die Übernachtungsmöglichkeiten nicht. Ich habe bloß im Vertrag reinschrieben, dass du rüberkommst. Aber das kriegen wir hin. Hau dein Auto im Koffer rein, Auto. Und dann hat mich dann im Hotel runtergefahren. Und dann war ich dann 10 Tage Vollpension auf meinem Chefkosten. Und da muss ich dann auch sagen, ich habe dann Glück gehabt. 5 Wochen später hätte ich die Chancen nicht mehr gehabt, weil dann war der Anwerbestopp. Also 23. November und ich bin im 13. Oktober bin ich Deutschland gereist, zweimal. Und das war unsere Firma und das ist die unsere Firmen Schlott. Ja, und dann war ich 10 Tage im Hotel. Dann sagte mein Chef, Abraham, weißt du was, es wird zu teuer. Ich kriege Schwierigkeiten von meiner Frau. Dann habe ich gesagt, naja, ich brauche nur einen Räumlichkeiten, wo ich übernachten. Hauptsache, mir regnet es nicht. Und dann haben die, hat bei ihrem Schwester habe dann ein Zimmer bekommen und die Schwester habe auch als Tante genannt, weil in der türkischen Kultur sagt man ältere Leute nicht namentlich, sondern immer Tante, Onkel, Abi und so weiter. Das war meine Tante. Dann habe ich dann bei der Tante übernachtet und habe dann später dann Wohnungssucht, aber da kommen wir wieder drauf. Und das war meine erste Aufenthaltserlaubnis und damals haben wir nur einem Jahr Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und jedes Jahr muss man erneuern.
Dann habe ich 1974 habe meine Frau kennengelernt. Und dann haben wir 1975 haben wir unsere Verlobungs gefeiert. Das war auch bis da, naja, weil verschiedene Kulturen sind. Ich komme vom Schwarzes Meer und sie kommt von Ägäischen Region. Die Eltern, also der Vater war nicht dafür, aber das haben wir schon hinbekommen, dass er wieder einverstanden ist. Und später war er dann froh. Naja, und wir haben dann 76, 1. August 76, in meinem Frau, ihrem Ort, haben wir geheiratet. Und meine Eltern und meine Brüder, meine Verwandten, alles sind die zu unserer Hochzeit gekommen. Und wir haben dann uns zusammen gefeiert. Ich kann hier nicht meine Hochzeit feiern, weil meine Eltern waren für mich wichtig und meine Geschwister und so weiter. Deswegen haben wir in der Türkei gemacht. Naja, und wir haben dann 1979 unsere ersten Tochter bekommen in Nürnberg im Theresienkrankenhaus. Wir waren im Landkreis Fürth gewohnt und dann habe meine Frau dann extra nach Nürnberg gefahren. Warum? Weil wir haben immerhin den Kopf gehabt, dass wir irgendwann nach Türkei zurückzugehen. Und wenn wir zurückgehen, dass in der Geburtsurkunde Nürnberg draufsteht, weil Nürnberg ist ja wichtig. Nürnberg ist eine weltbekannte Stadt und dass die Leute nicht sagen, oh, wo ist sie geboren? Nürnberg. Ja, und dann wir, Stadt der Menschenrechte. Nürnberg ist sehr wichtig. Für mich ist beliebteste Stadt. Berlin ist genauso, aber wir sind halt Franke. Ja, und ich habe dann alle zwei Jahre mit meinem Familie Urlaub gefahren. Das sind meine Vater und Mutter. Ja, das ist ein Erinnerungsfoto. Leider ist dann 85 ist meine Mutter ist dann durch Magenkrebs ist gestorben im 3. März 85. Und damals war meine Frau für das zweite Kind noch schwanger. Also meine Mutter hat nicht miterlebt. Wir haben dann zwei Töchter, auch die zweite auch in Nürnberg auf die Welt gekommen, im Theresienkrankenhaus. Ja, und wir haben in zwei Zimmer Wohnung gewohnt. Und das war für uns klein. Und ich habe dann Stockbetten gebaut. Und wie im Kindheiten, und dann waren die, unsere zwei Töchter auch mit uns im Schlafzimmer geschlafen. Und durch das habe ich meine Kinderlebnisse erfrischt. Naja, und dann 86 haben wir dann entschieden, wir gehen nicht mehr zurück. Aber dann, wir brauchen eine größere Wohnung. Bei der ersten Wohnungssuche, muss ich auch sagen, habe ich sehr Negatives erlebt. Diskriminierungen, bis nicht mehr geht. Überall habe ich mich vorgestellt, haben die Wohnung frei und so weiter. Nein, sie sind Türke, sie kriegen die Wohnung nicht, weil sie bekommen einfach zu viele Gäste und sie sind zu laut und so weiter. Naja, und dann habe ich von einem Bäckermeister die Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen. Und dann, wie wir dann größere Wohnungssuchen anfangen, nach unserem Sommerurlaub. Und dann hat meine Frau einen Inserat gelesen und hatte die Telefonnummer mitgebracht. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich rufe den nicht so einfach an. Ich habe die ganze Kadersburger Telefonbuch alles nach der Nummer gesucht, weil dass ich die schlechten Erlebnisse wieder nicht erlebe, also die Diskriminierungen. Und dann war der Zufall, die Inhaberin war meine beste Bekannte und sein Bruder, Stuckaturmeister, der war mein Stammtischfreund in dem Kneipe. Wir haben dann die Wohnung bekommen, 85 Quadratmeter, mit Wohnterrasse und so weiter, mit Garagen. Und dann, wir sind dann umgezogen, drei Zimmer Wohnung haben wir. Wir haben extra die große Zimmer unseren Kindern gegeben.
dass die ihre Freiheit haben. Wir haben dann die kleine Zimmer genommen mit meiner Frau und wir sind dann dort geblieben. Naja, und das war mein Seniorchef, das war in Deutschland mein Vater. Wir haben sehr gute Verhältnis gehabt und ich habe in der Firma war ich sehr fleißig und fachliche Kenntnisse hervorragend, muss ich mich auch selber loben. Aber mein Chef hat mich auch gelobt. Also. Und dann habe ich mich entschieden, Meisterprüfungen teilzunehmen. Und habe meinen Diplom habe übersetzen lassen und dann bei der Generalkonsulat habe beglaubigen lassen. Das war 88, Februar, 2. Januar 88. Und dann gleichzeitig hat er meinem Chef für mich dann einen Zeugnis geschrieben. Und die habe dann alles einen Ordner gemacht. Und Ende 88 habe ich mich dann vorgestellt bei der Handwerkskammer, ich möchte bei der Prüfungen teilzunehmen. Bei der Info habe ich die Ordner hingelegt und dann sagt der Zuständige, nein, ich kann sie nicht aufnehmen, weil ich bin nicht zuständig. Weil meinem Zeugnis, was ich von der Türkei mitgebracht habe, das gilt in Deutschland nicht. Dann habe ich gesagt, wer ist denn überhaupt zuständig? Na ja, gehen Sie mal zum Präsident. Bin ich dann rauf und habe meine Ordner hingelegt. Dann sagte er auch, nein, ich bin nicht zuständig für Sie. Dann habe ich gesagt, wer ist denn dann? Ja, gehen Sie mal zum Sozialberater. Er hat mich dann Sozialberater geschickt. Muss ich auch sagen, was ich da auch erlebt habe, das war schmerzhaft. Ich legte dann den Ordner hin und der Sozialberater klappt auf und dann kommt auf meinem Zeugnis von der Türkei und dann sagt er zu mir, wie viel Geld hast du da geleistet, dass du den Diplom bekommen hast? Habe ich gesagt, sei so nicht so frech. Und dann hat er weiterblättert und dann kommt er auf dem Chefzeugnis, habe ich gesagt, alles in Ordnung, zahlen Sie 50 Mark, Sie sind zugelassen für die Meisterkurse. Und so geht man mit den Menschen nicht um. Ne? Und das war absolut nicht schön. Und dann habe ich die Meisterkurse, weil ich wollte meinen Chef nicht in der Strecke lassen, und habe die Teilzeit gemacht. Freitagnachmittag und Samstag, dass ich in Vollzeit in der Firma arbeiten, weil ich habe die 18 Meter lang, die Türenfertigungsstraße habe bedient und dass das mein Chef auch zufrieden ist. Und dann habe ich dann, die schriftliche Prüfungen habe geschafft und das war mein praktischer Teil und das habe ich selber gebaut. Die ganze Material hat meinem Seniorchef bezahlt. Das ist ein achteckige Sammlerschrank, der steht heute bei mir im Wohnzimmer. Ich habe mit den sehr guten Noten habe meinen Meisterbrief gemacht. Übrigens, ich bin eine erste türkische Migrant in Mittelfranken, das der Meisterbrief bekommen hat. Da bin ich selbst stolz. Danke. Ja, und dann, ich habe dann den Meisterbrief bekommen. Und dann sind die vom Landkreis Magazin sind die Leute gekommen für Zeitung veröffentlichen und so weiter mit meiner Familie. Na, das ist, und dann, ich habe meinen Meisterbrief in der Stadthalle Fürth bekommen mit einem großen Festlichkeiten. Da war mein Chef, Seniorchef dabei. Bei dem ist die Trainer runtergekommen, weil er hat selber keinen Meisterbrief gehabt und seine zwei Söhne auch nicht. Aber der Abraham hat das geschafft. Er hat mir dann an dem Tag eine ganz teure Uhr hat er mir geschenkt, Junghans. Und es war für mich Traum. Und dann hat er 500 Mark gegeben. Abraham, gehst du mit deiner Familie und dem Freundeskreis irgendwo zum Essen und Feiern? Das hast du verdient. Ja, aber 1993 war Erfolge mit dabei und war Trauer auch mit dabei. Also im 1993
bin ich in SPD eingetreten, die 100 Jahre Gründungsfeier gefeiert, die Cadolzburger SPD. Und an dem Abend war die Gastrednerin, damalige Bayern-SPD-Chefin, die Renate Schmidt, später Familienministerin AD. Die war an dem Abend da und die hat mich dann aufgenommen. Und dann 1993 habe ich dann die Wohnung gekauft, wo ich dann eingezogen bin, weil die Inhaberin ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich verkaufe die Wohnung, aber du hast die erste Recht zu kaufen, bleibt nichts anderes übrig, habe dann gekauft. Weil ich ziehe nicht gern um. Und ich habe immer Angst, wenn ich die mich kündigen und dann wieder Wohnung suche, wieder Diskriminierungen und so weiter, das wollte ich nicht erleben. Dann kommt der Schmerz am 5. Oktober 1993, mein Vater stirbt. Und dann habe ich nicht einmal Freude machen kann, dass ich in Deutschland Meisterbrief bekommen habe. Aber das ist halt Leben so. Und dann hat meinem Chef, hat mich dann am 1993, hat mich dann aufgestuft als Betriebsleiter nach dem Meisterbrief. Und natürlich als Betriebsleiter bekommst du auch ganz andere Gehalt und so weiter. Aber meinem Arbeitsstelle muss ich Ihnen sagen, das war für mich die wichtigste, was es gibt. Und trotz, dass ich meinen Meisterbrief bekommen habe und auch Betriebsleiter bin, ich habe meinen Mitarbeiter immer Augenhöhe gehalten. Und das, die waren meinem Mitarbeiter und denen habe ich keinen Schimpfwort überlassen. Ich habe mit denen Frühstück, ich habe mit denen Mittag gegessen und die habe übrigens alle Jahr im Weihnachten Essen eingeladen. Weil ich habe denen auch gesagt, diese Firma gehört uns, wenn wir fleißig sind, wenn wir gute Arbeit leisten, wir können alle gut leben. Wenn wir nicht gut Arbeit leisten, wenn der Chef uns braucht, wenn wir nicht da sind, dann Pech gehabt. Ja, und dann 14. August 1995 habe ich den nächsten Schlag. Meinem Seniorchef stirbt früh um 7.30 Uhr durch einen Herzinfarkt. Habe ich dann die Firma 12 Jahre lang in die Schulter genommen als Verantwortlicher und habe dann mit meinem Mitarbeiter wir weitergearbeitet. Und natürlich ist bei der Handwerkskammer ist es so, wenn man in irgendeinem Betrieb 25 Jahre Zugehörigkeit hat, die bekommen dann einen Ehrenurkunde und dann die bekommen dann auch ein gesondertes Geld für die Ehrenurkunde. Und das war auch für mich, war ich auch stolz drauf. Naja, und dann haben wir dann auch entschieden, uns einbürgern vor dem 2000. Und wir haben dann, ganze Familie haben wir uns eingebürgert und wir haben auch unseren türkischen Pass beibehalten. Also wir sind Doppelstaatsbürger, offiziell aber. Warum habe ich das gemacht? Wir haben ja normalerweise unbefristete Arbeitserlaubnis, unbefristete Aufenthaltserlaubnis, alles gehabt. Aber durch das in der politischen Partei Mitglied bist, mit ausländischem Pass kannst du ja Mitglied werden. Aber du hast kein Rederecht. Weil wenn die Partei irgendwas nach außen entscheidet, hast du kein Stimmrecht. Aber wenn innerhalb in der Partei, dann hast du schon Rederecht. Und habe gesagt, naja, wenn ich meinen Mitgliedsbeitrag zahle, dann möchte ich auch Rederecht haben. Und deswegen, und dann haben wir auch entschieden, wir bleiben sowieso hier. Und das war der Grund zum Einbürgern. Und ich war nebenbei, nach meinem Arbeit, war ich ehrenamtlich unterwegs. Ich war im Atatürks Bildungs- und Kulturverein Vorsitzender. Und ich habe 300 Mitglieder gehabt. Und natürlich
Vereinsarbeiten aus der Folklore-Gruppe, Musikgruppen und so weiter. Dann haben wir unsere Nachbarn, das war im Kern, im Fürth Stadtzentrum, haben wir die Nachbarn gesteuert. Und da habe ich dann einen Karte geschrieben und habe mit meiner Frau 30 Flaschen Rotwein gekauft. Und vor dem Heiligen Abend haben wir die Nachbarn alle geklopft und haben wir diese Karte überreicht und die Rotwein auch dazu. Und da habe ich die alle Angebot gemacht, wir laden Sie auch herzlich ein in unserem Vereinheim. Wir freuen uns, wenn Sie kommen, aber leider ist gar keine kommen. 2006 habe ich in Karlsburg habe dann eine größere türkische Kulturnacht organisiert. Da ist sogar der Generalkonsul von Nürnberg ist er auch nach Karlsburg gereist. Und dann ist für die Nachrichten ist er zu mir gekommen und wegen der Interview, entschuldigen. Die haben mit mir Interview gemacht. Das war die Zeitung Artikel 2006. Sprache ist Schlüssel des Lebens. Ich sag's immer meinen Landsleuten, immer überall. Wenn ihr hier wohnen, ist die erste Aufgabe, deutsche Sprache zu lernen. Das muss man machen, weil wenn du Sprache beherrschst, dann bist du verstärkt. Dann kannst du dich selbst verteidigen. Aber das ist so. Aber leider in unserer Gemeinde ist nicht angekommen. Die sind im größten Teil, wir haben Glück gehabt, dass wir in kleinen Ortschaften gewohnt haben. Das war unser Glück. In der Großstadt ist das nicht der Fall, weil die sind isoliert. Entweder in Moscheen oder ihre Kultureinrichtungen oder im Teehaus und so weiter. Immer unter sich. Und das ist nicht gut. Ja, dann kommt der nächste Schlag nach dem Zeitungsartikel. 30. August 2006, 16.10 Uhr, kommt das Juniorchef ins Firma rein und dann sagt er zu mir, Abraham, meine Mutter möchte mit dir sprechen. Und dann habe ich gedacht, was haben die jetzt wieder? Dann komme ich ins Büro rein und steht die zwei Söhne und die Mutter und dann einen fremden Mann dort. Und der fremde Mann war der Betriebsberater und er hat meine Kündigung aussprechen nach 38 Jahren. Weil die Firma geht's nicht gut und Insolvenz melden und so weiter. Und durch das, dass ich die längste Mitarbeiter bin und habe dann 6 Monate Kündigungsfrist gehabt. Natürlich, das war für mich Schock. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich mache doch diese Laden. Und ich habe ja Aufträge noch und noch. Was soll das jetzt? Aber ein deutsches Sprichwort sagt, die erste baut auf, zweiter tut erweitert und dritte Generation macht kaputt. Und dieses Sprichwort habe ich selbst erlebt. Die Opa hat aufgebaut baut und meinem Seniorchef, mein Vater, hat erweitert und die Junior haben die dann kaputt gemacht. Naja, und dann die Schönste, die haben uns alle kündigt, aber dann Aufträge reinnehmen, bis nicht mehr geht. Wir sollen Vollgas arbeiten, Überstunden machen und so weiter. Das hat mich dann irgendwie dann gesundheitlich geschadet und dann 18. Januar 2007, das war mein letzter Arbeitstag, und bin ich zum Nervenarzt gegangen, habe gesagt, ich kann den Theater nicht mehr erleben, ich bin kaputt, ich kann nachts nicht mehr schlafen und so weiter. Und habe mich dann krankgeschrieben und habe die dann nicht mehr gesehen. Ich habe dann im Gerichtlich habe auch eingereicht, das hat mir wehgetan, wegen meinem Seniorchef, aber der Umgang mit mir, das war nicht fair. Und dann kommt der nächste Schlag wieder.
das Leben ist so, Höhen und Tiefen. Und wir haben zwei Töchter gehabt, die erste ist geheiratet und die zweite war 22 Jahre alt. Wir sind am 20. Mai vom Verein heimgekommen, hat Wohnzimmer, Licht brennt und so weiter. Habe meine Frau gesagt, ah, die Folia ist wach. Und dann haben wir mit meiner Tochter haben wir intensiv gesprochen. Und das war bis 12:30 und dann hat sie gesagt, Papa, ich gehe jetzt ins Bett und morgen früh wächst du mich um 10 Uhr, ich habe dann Spätschicht und dann und wenn du früh einkaufen gehst, kaufst du das und das. Ich habe dann früh aufgestanden, habe alles erledigt und meine Frau hat Frühstück vorbereitet und dann es klingelt bei ihr und ist keine Bewegung und dann meine Frau ist dann rübergelaufen und hat sie rumgeschrien, die Folia ist tot. Ich wünsche mir keinen Feinden sowas erleben. Das war für uns, für beide, wir haben nicht mehr gewusst, was wir machen sollen. Nur rumgeschrien und nur Hilfe, Hilfe, Hilfe. Naja, ist halt so. Und dann haben wir dann natürlich meine Tochter dann in Nürnberg beerdigt. Und dann haben wir gesagt, wir haben keine Arbeit mehr. Wir haben die Schmerz. Wir haben nur noch eine Tochter und dann Enkelkinder, die brauchen uns. Wir haben dann uns entschieden, Nürnberg umzuziehen. Und am 1. Juli 2009, wir haben in Nürnberg dann Eigentum gekauft und dann sind wir Nürnberg umgezogen. Ich war tagtäglich durch Vereinsarbeiten war ich in Nürnberg, aber mit dem Gesellschaft habe ich ja nichts zu tun gehabt. Und dann von kleinen Ortschaft zum Großstadt kommen und dran gewöhnen, das ist problematisch. Ich habe dann gewöhnt, eben in Karlsburg immer die Leute begrüßen, weil ich habe in meinem Berufsleben habe nie Auto gebraucht, immer zu Fuß gelaufen und die Tante, Omas immer, oh, Abraham, guten Morgen, Servus, wie geht's dir und so. Ne? Und dann in Nürnberg habe ich dann eine Frau begrüßt. Sie ist dann gelaufen und dann hat sich rumdreht und hat gesagt, warum haben Sie mich begrüßt? Dann habe ich gesagt, Begrüßung ist eine menschliche Aufgabe. Wenn zwei Menschen sich begegnen, dann sagt man, grüß Gott, ob wir die kennen oder nicht. Nein, mich brauchen Sie nicht begrüßen. Aber ich sagte, brauchen Sie doch nicht beleidigt zu sein. Ich habe doch Ihnen gar nicht getan. Ich habe Ihnen nur Menschliches getan. Nein, mich nicht begrüßen, aber habe ich gesagt, wenn wir uns wieder begegnen, ich grüße Sie. Weil grüß Gott sagt man, menschlich, das ist miteinander die erste Wort, das uns verbindet. Und das ist wichtig. Naja, und dann dieses Schicksal, was ich erlebt habe, das war am 1. meinem Ortsvereins in Nürnberg Treffen, 14. September 2009. Und dann habe ich dann die Mitglieder erzählt, habe gesagt, ich weiß nicht, in Nürnberg ist das Grüß-Gott-Wort ist verboten oder was. Ich habe jemanden begrüßt und die hat mich dann beleidigt und so weiter. Ein Mitglied hat zu mir gesagt, Abdrahman, eins musst du dir merken. Du bist von 5.000 Anwohner kleinen Gemeinde auf 500.000 Einwohner gekommen. Spar dir deinen Grüßgott und sag nichts mehr, weil das kannst du immer wieder erleben, dass die Leute dich beleidigen. Aber habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich begrüße, aber heute bin ich in unserem Stadtteil sehr bekannt. Und ich bin auch dort im Ortsverein Vorsitzender seit 8 Jahren. Ich mache die menschlichen Kontakte und die Politik ist die erste Brücke, dass man mit Menschen Kontakt zu haben. Ich habe eine sehr gute Gelegenheit in unserem Stadtteil, dass ich immer Infostände habe und so weiter, dass man unsere Partei gut vertreten. Und dann habe ich dann 2014 habe ich mich entschieden, im Stadtrat kandidieren. Ich war dann Platz 43. Das war natürlich
in 5 Jahren in Nürnberg zu wohnen, kann es ja nicht Vordergrund sein. Aber ich habe dann bei der Wahlergebnis habe ich bekommen, 65.227 Stimmen, bin ich dann im Platz 43, 38 bin ich vorgewählt. Naja, ich war natürlich stolz, ich bin nicht reingekommen, aber das hat auch für meine Partei, war auch gut, dass ich solche Leistung bekommen habe, solche Ergebnisse. Naja, und dann 2011 war ja 50 Jahre Anwerbeabkommen, so wie jetzt. Und damals die Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung sind zu mir gekommen und haben die Interview gemacht und so weiter, Brücken bauen. Weil ich und meine Frau, wir sind tagtäglich unterwegs, vereinsmäßig. Und wir kennen unheimlich viele Menschen und so weiter. Und wir machen auch in Nürnberg Folklore- und Tanzfestival. Aber durch das Corona haben wir Eis gelegt momentan. Wir haben jedes Jahr so 9 bis 10 verschiedene Länder auf die Bühne eingeladen. Das ist, da muss ich auch stolz sagen, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind 70%, 80% Deutsche. Und das freut mich, das interkulturelle Zusammenleben besser darzustellen, weil wir gehören zusammen. Und Nürnberg lebt circa 167 Länder, Bürgerinnen und Bürger. Und das ist wichtig. Friedlicher Umgang. Und wir haben natürlich, wie wir nach Nürnberg umgezogen bin, ich war in Kadosburg bei der Heimatverein Mitglied. Und dann habe ich Nürnberg brauche auch Anhaltspunkte, mit denen Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen. Habe mich dann bei der Vorstadtverein habe ich mich beworben als Mitglied mit meiner Frau, ob die uns annehmen. Wir waren eine davon, erste Migrant bei der Vorstadtverein. Das ist der Herr Vorsitzende, Herr Tobias Schmidt. Ich habe mit ihm sehr guten Kontakt. Wir machen im Jahr einmal Stadtteilbesichtigung, Problempunkte aufnehmen und so weiter. Und das sind meine Vereinsmitglieder, Teil davon. Und die gute Zusammenarbeit ist sehr wichtig für die auch Bürgerinnen und Bürger. Natürlich, man wird auch geehrt. Das war meine 25 Jahre Parteimitglied-Jubiläumsfeier. Und das war die Renate Schmidt nach 25 Jahren. Und das ist der Hermann Steiner, der war gestern auch in Nürnberg bei meinem Vortrag. Und der Hermann Steiner war Kadosburger zweiter Bürgermeister. Das ist meine beste Freund, eine davon, die ich kenne. Der war immer, wenn ich in Kadosburg Problem gehabt habe, habe ich Hermann angerufen. Hermann war immer da. Und mit Hermann haben wir auch lange Nächte mitgemacht in der Kneipe. Muss ja auch sein. Feier gehört auch ins Leben. Naja, und übrigens, ich bin auch bei der Stadtseniorenrat in Nürnberg Mitglied seit 6 Jahren. Und wir haben in Nürnberg 146.000 über 60 Jahre Bürgerinnen und Bürger und denen ihre Anregungen und Wünsche vertreten. Und wir haben im Stadtseniorenrat 5 Arbeitskreise und ich bin bei der Gesundheit und Pflege und Kultur mit dabei. Und ich verzichte keine Sitzungen und so weiter. Ich bin voll mit dabei. Wenn die was brauchen, mache ich auch. Naja, das ist jetzt ich bin alleine gekommen, ich bin aber mehr geworden in Deutschland. Das ist meine Tochter, das ist meine Enkelin, Julide. Meine Tochter hat Hauptschule als Absolventin in Kadosburg, aber später mit einem Kind hat sie dann Uni studiert, Betriebswirtin.
hat sie sehr guten Job. Und meine Schwiegersohn, muss ich auch stolz sein, aber sehr guten Schwiegersohn, der ist auch Germanistik studiert, ist auch sehr interessant. Und meine Julide ist ja jetzt in der 12. Klasse Wildstädter Gymnasium in Nürnberg. Sie studiert, sie lernt 5 Sprachen, also Deutsch, Türkisch sowieso und dann Englisch, Französisch und Spanisch. Und vielfältig, viel Sprache, bist dann vielfältiger Mensch. Und das ist 71, das war die 50 Jahre Anwerbeabkommen. Das waren die Zeitungsbilder. Aber jetzt, das Bild habe ich extra her, wie die Natur wächst. In 40 Jahren, 50 Jahren sieht man die Gebäude überhaupt nicht mehr. Ne? Und so ist meine Lebensgeschichte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das war für mich eine Ehre, heute in unserem Hauptstadt bei der Maxim Gorki Theater Gast zu sein. Das war für mich wirklich eine Ehre. Danke, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Genau, und es ist ja noch, Sie sind noch unser Gast. Nehmen Sie bitte gerne jetzt auf dem Stuhl Platz. Vielen Dank. Nochmal einen herzlichen Applaus bitte für Abdurrahman Gümrükçü. Der Zöllner. Ja, Wahnsinn. Ich könnte jetzt noch stundenlang hier sitzen und Details erfahren. Vieles, was Sie in wenigen Nebensätzen zum Ausdruck gebracht haben. Und tatsächlich für mich persönlich auch ein bisschen Erinnerungen, in Erinnerungen schwelgen. Spätestens, wenn ich auf den Wörthersee schaue. Meine Grundschule war um die Ecke, Bartholomäus. Oh, ja. Lediglich ein Jahr, weil ich bin erst in der 4. Klasse gekommen und dann das Glück gehabt, schnell auch die Sprache zu lernen. Ja. Und aufs Hans-Sachs-Gymnasium ein bisschen weiter zu wechseln. Aber über Nürnberg wollen wir jetzt nicht sprechen, auch wenn wir uns sehr freuen, dass hier im Gorki-Theater Nürnbergerinnen und Nürnberger anwesend sind. Herzlich willkommen nochmal. Nürnberg, sagt man eigentlich, ne? So, da wir, und vielleicht haben wir auch ein paar Nürnbergerinnen und Nürnberger, die heute über Stream den Vortrag gehört haben. Ja, ich habe ja rumgeschickt. Und weiter, genau. Und ihre Partnerin, ihre Frau, Ümitanum, ist auch unter uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Am liebsten würde ich direkt übergeben. Ich kann mir vorstellen, dass das Publikum viele Fragen hat. Aber tatsächlich sind wir eingeladen, ein wenig zu schauen, wie das so ist mit der ersten und der zweiten Generation, wie sich Erinnerungen decken. Sie haben sehr vieles, was sehr schmerzhaft ist, in Nebensätzen ausgesprochen. Und ich fange, nachdem wir jetzt relativ viel miteinander gelacht haben, hier vielleicht doch an, in der kurzen, überschaubaren Zeit, die wir heute haben, ein paar schmerzhafte Punkte auch anzugehen, zu besprechen. Und natürlich hat mich sehr gerührt, dass Sie wahrscheinlich den größten Verlust in ihrem Leben, auch in einem Nebensatz, und so ist das Leben, gesagt haben. Wie Sie erzählt haben, dass Sie Ihre Tochter Fulya beerdigt haben in Nürnberg. Wir hatten gestern den Film von Ayhan Salar in Fremder Erde. Ich selbst habe mittlerweile auch die Erfahrung gemacht, Freunde und Familienmitglieder in Deutschland zu beerdigen. Und würde sagen, das ist vielleicht das, was mich am meisten mit dieser Erde oder mit dieser, also ich lehne irgendwie ab, eine Heimat für mich finden zu müssen. Aber wenn ich Verbundenheit sprechen müsste, dann hatte für mich genau sozusagen zu wissen, es leben, nee, nein, es sind gestorben und es liegen viele Menschen in diesem Land begraben, die mir nahe waren, war sozusagen eine besondere Verbindung.
Deswegen hat mich das besonders gerührt, auch wenn Sie das nur in einem Nebensatz gesagt haben, diese Entscheidung, auch in einem Nebensatz 86, wir haben uns entschieden zu bleiben. Vorgestern habe ich, das wird ein bisschen länger, Sie sehen, ich versuche einen Einstieg zu wählen, über die Gedanken, die mit dem Tod, mit der fremden Erde oder mit der eben vielleicht zur Heimat gewordenen Erde irgendwie anfangen. Damit hat sich nicht nur Ayhan Salah beschäftigt. Ich habe gestern den Dokumentarfilm von Fatih Akın gesehen, der leider gerade frisch seinen Vater verloren hat. Der Film heißt Wir haben vergessen, zurückzukehren. Ein sehr intimer Film, den ich empfehlen kann, wo er seine Eltern besucht, Schwarzmeerküste, spielt auch da eine Rolle. Sie haben das entschieden. Bei Ihnen ist es nicht zufällig passiert. Sie haben nicht vergessen, zurückzukehren. Und Sie haben durchaus eine wahnsinnige Integrationsleistung hingelegt. Ein Bilderbuch, eine Bilderbuchgeschichte. Und obwohl Sie Rassismus erlebt haben und Diskriminierung, haben Sie nicht das Wort benutzt hier, also haben nicht irgendwie eine Kampfansage gemacht bei der Wohnungssuche, obwohl sie erlebt haben, das hat dann vielleicht nicht nur mit Rassismus, sondern was mit Kapitalismus zu tun, dass sie nach 38 Jahren gekündigt wurden in dem Betrieb, den sie mit zu dem gemacht haben, was er ist. Wie schafft man mit all diesen Verlusten, von denen Sie erzählt haben, mit all diesen schmerzhaften Erfahrungen, noch so viel Liebe, Generosität, Neugier für ein Land und seine Menschen zu empfinden? Naja, ich muss eins sagen, wir sind Gast auf der Erde. Unsere Tage sind gezählt, entweder einige früher und einige später. Aber meine persönliche Einstellung, trotz Schmerz, wir lieben die Menschen. Und die Menschen ist unsere Nahrung. Die bauen uns auf. Und der friedliche Umgang mit den Menschen, egal wo die herkommen, welche Glaube haben, welche Sprache sprechen, welche Hautfarbe tragen, wir sind Menschen. Und die Menschen sollen gegenseitig, friedlicher Umgang ist der wichtigste, was es gibt. Und ich bin, obwohl mit den Diskriminierungen und so weiter, ich war in dem Moment war ich schockiert, aber dann sage ich, es gibt schwarze Schafe überall. Du hast Freunde um dich, die dich wieder heilen und so weiter. Auch bei meinem Tochterverlust. Wie ich gesagt habe, ich wünsche keinen Feinden, sowas zu erleben. Aber dann sagen wir, das ist halt einmal unsere Stirn geschrieben von liebe Gott, dass wir sowas erleben. Und unsere Heilung war, bei der türkischen Kultur ist das so, unsere Wohnung war 3 Tage und Nacht nur mit Gästen. Die sind, tausende Leute sind gekommen, haben die Essen mitgebracht und haben die uns getröstet. Wir haben unsere Tochter in Nürnberg beerdigt. Das war auch keine leichte Sache, in Nürnberg Beerdigungsplatz bekommen, weil wir waren ja im Landkreis Bürger. Aber wir haben unsere Tochter bei meinem Tochter in zweiter Wohnsitz gemeldet gehabt. Und deswegen haben wir in Nürnberg die Beerdigungsplatz bekommen. Aber bei der Beerdigung waren unsere Abgeordneten, waren der Oberbürgermeister, war der Generalkonsul, waren die bestimmt über 600 Leute dort. Und die bauen uns auf, weil die waren, wir haben Briefe bekommen von Oberbürgermeistern, von Landkreis, von den Gemeinden und so weiter, von so viele Briefe bekommen und so viele Telefonate und auch die Hausbesuche bei uns. Und das hat uns die
die schwierige Sachen hat sich geleichtert, weil wir sind menschenfreundlich und wir wollen niemanden verletzen. Und ich und meine Frau, wir schauen immer hilfsbereit da zu sein, wenn in den Menschen, ich sage es auch, mein Telefon ist 24 Stunden offen. Wenn ihr Probleme habt, ruft uns an. Wir schauen irgendwie, dass wir den ausbügeln. Wir kriegen irgendwie hin und so weiter. Ich habe so viel Freundeskreis und irgendwie schaffe ich das. Also Freunde, Freundschaft, ist wichtig. Zusammenhalt und auch sozusagen noch mehr Menschen um sich zu wissen, die einen unterstützen und auch solche schweren Tage mit eingehen und die. Man kann ja, wir waren in Cadolzburg, eine davon Cadolzburgerinnen und Cadolzburg, also Mitbürger. Wir waren in der Hochzeit feiern, wir waren Kerwa-Festen. Wir haben Geburtstagfeier auch. Wir waren auch bei der Beerdigungen teilgenommen. Wir waren eine davon Cadolzburger. Und deswegen Cadolzburg war für uns wichtig bei unserem Leben, weil wir haben ja unsere Existenz dort aufgebaut mit meiner Frau. Ich muss eins sagen: Ich bin stolz mit meiner Frau, dass sie immer mich unterstützt. Und weil ich bin tagtäglich unterwegs und sie ja auch, aber sie unterstützt mich unheimlich. Und dann, wenn man Verstärkung vor der Familie hast, dann ist es viel leichter. Familie und Freunde, das leuchtet mir ein, dass das auf jeden Fall hilft, auch an schweren Tagen den Glauben, die Hoffnung oder die Lust irgendwie nicht zu verlieren. Also der Schmerz bleibt im Herzen, aber das lassen wir nirgends merken. Wir reden überhaupt nicht von unserem Schmerz. Wir sind auch Gesellschaftsmensch. Wir gehen unheimlich gern mit fort, auch singen und so weiter. Ich singe ja selber. Und wir sind einfach Nachtmenschen. Das leuchtet mir auch total ein. Also singen, dass das gut ist für Gesundheit und für Frühling. Ja, das ist, gesellschaftliche, menschlich, es baut sich auf. Du wirst immer stärker und die Freundeskreis wird immer größer. Das Gorki ist übrigens als Singakademie mal gegründet worden. Das ist die älteste Singakademie Deutschlands. Hab schon gelesen. Genau. Und ich habe ja gestern die Gründungsjahr, 69. Gründungsjahr. Und wir haben 70. in 2022 im Oktober, so genau, ist es. Genau, die Datum ist ja identisch mit dem türkischen Anwerbeabkommen. 30. Oktober und 30. Genau. Oktober 52. Jetzt wird es noch interessanter. Nächstes Jahr ist dann auch noch 100 Jahre türkische Republik irgendwie zur gleichen Zeit. Das ist dann 2023. Genau, 100 Jahre. 100 jetzt Jahre. Jetzt 23. Ja. So ist das mit den Jubiläen und jetzt bin ich aber kurz abgelenkt gewesen. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt, was Sie auch im Nebensatz erwähnt haben und ich habe versucht, die Jahre zu rekapitulieren. Ich bin 69 geboren, da haben Sie gerade den Antrag gestellt, nach Deutschland zu kommen. Und Sie haben dann aber zwischendurch Militärdienst geleistet in einer nicht unbemerkenswerten Zeit, nämlich aus meinem Geschichtsunterricht 71, der erste gelungene Militärputsch von vieren, die versucht wurden, dann kam 81. Also das heißt, sie haben Militärdienst gemacht, kurz nach dem Militärputsch in der Türkei 71, zu einer Zeit, die vielleicht vergleichbar ist, zumindest was sozusagen linksradikalen Terror, Aktivismus, Straßenkämpfe etc. angeht, zu einer Zeit, in der zu vergleichen ist mit der RAF in Deutschland, mit dem deutschen Herbst, wo
linke Studenten, die dann auch tatsächlich radikaler wurden mit Entführungen und dergleichen, hingerichtet wurden, wo auch auf der Straße Hinrichtungen stattfinden und das Militär mit verantwortlich war für genau diese politische Situation. Wie ging es Ihnen damals damit? Und ich habe jetzt auch sozusagen mitbekommen, Sie haben den Atatürk-Verein, also das atatürkische Denken, oder? Unterstützen Sie? Und ich als, ja, eher doch dann aus der Linken kommende, habe durchaus auch das immer wieder kritisch reflektiert. Also wie weit hat sozusagen auch Politik eine Rolle gespielt, die größere Politik der, des Herkunftslandes, der Türkei, die Beziehungen dazu, sagt Ihnen das alles was, oder geht es am Ende um den Mensch und nicht um die große politische Gesamtlage? Also. Naja, die Atatürk hat die Türkei gegründet vorgestern, vor 98 Jahren. Ich komme von einer sozialdemokratischen Familie. Und übrigens muss ich auch eins sagen, meinem Neffe ist er in Izmir bei der Chile, ist er Bürgermeister. Einen ganz erfolgreichen Bürgermeister, und er hat von der Europäischen Union 3 Auszeichnungen bekommen innerhalb 3 Jahren. Und wie ich nach Deutschland gekommen bin, vor dem Einreisen, vor dem Abschied von meinen Eltern, und damalige Zeiten war der Willy Brandt eben in Deutschland der Bundeskanzler, mhm, also Sozialdemokrat in der Macht. Und dann hat meinem Vater gesagt, du gehst in ein sicheres Land, da ist der Willy Brandt Bundeskanzler und euch passiert nichts. Du bist in der sicheren Hände. Ja, ich habe in der Türkei, über den Militär muss ich dann auch betonen, ich war bei der ersten Putsch, 27. Mai 1960, war ich 10 Jahre alt. Und das habe ich live erlebt, und damals habe ich die erste Radio gesehen. In unserem Dorf. Genau, um vielleicht die Zuschauer auch mitkommen zu lassen. Tatsächlich habe ich mich versprochen, es war der 2. geglückte von 4 versuchten Militärputschen. Also 60 gab es einen, 71 gab es einen, und dann kam 81 der nächste. Aber 80. Ich wollte nur kontextualisieren. Ja, 12. Und dann habe ich die 12. September 80 habe auch live erlebt, weil an dem Tag war ich bei der Ausreise von der Türkei nach Deutschland. Und haben die uns im Çanakkale erwischt. In der Çanakkale, und dann sind wir stehen geblieben und dann ist nichts mehr gegangen. Aber 71 waren Sie in Burhaniye. Ich war als habe ich zumindest auf Ihrem 71, ja, ja, 3. November 71. Ja, ja, aber ich habe in meinen Militärzeiten, wie die Deniz Geçmiş und seinen Freunde, die aufgehängt waren. Ich war bei der Militär, und wir haben 3 Tage lang in dem Militär haben wir mit Vollkleidung haben wir dann ins Bett gegangen, mhm, weil es kann immer wieder was ausstrahlen. Es herrschte ja auch noch Kriegsrecht, ja, ja, genau, in 11 Städten. Deswegen, das, ja, heißt, es war nicht so ein Militärdienst, den man ableistet und dann wieder zurückkommt. Hat Sie das auch bewegt? Also war auch die politische Situation oder andere Dinge, die Sie bewegt haben, und vielleicht nicht nur das schnöde Geld der Mammon? Nein, nein, ich muss eins sagen, ich habe mit dem 19. Lebensalter, wie ich nach Deutschland gekommen bin, habe ja meinem Geld selbst verdient. Und dann war ich ein freier Mensch, und mir kann niemand was vorschreiben. Ich arbeite und ich verdiene mein Geld. Und ich bin ein gesellschaftlicher Mensch, wie ich gesagt habe. Ich bin, nach 14 Tagen war ich in der Kneipe, und dann habe ich immer versucht, mit den Leuten Hand und Fuß sprechen. Aber das Bier hat... Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum wir Wasser hier serviert bekommen. Ja, das, nein, 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 nein. Wenn wir in Bayern, beziehungsweise, Entschuldigung, einen Franken hier haben, nichts falsch machen. Nein, 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 nein. Bier gehört hier nicht. Das ist schon. Ach,
Ist schon okay, nein. das war nur Rede davon. Aber ja, wir sind beide nicht im Dienst. Also, genau, ja. Wir gucken es danach. Herr Gümrükçü, das ist wirklich unglaublich, natürlich so einer Reise zu folgen. Ich bin voller Respekt für die Lebensleistungen der ersten Generation im Allgemeinen. Auch meine Mutter ist wie Sie eine Pionierin. Ich kenne also eher die starken Frauengeschichten. Wir könnten bestimmt auch von Ümitanum jetzt genauso ihre Geschichte hören und würden genauso fasziniert. Also jede einzelne dieser Geschichten verdient Bewunderung, verdient Respekt. Immer wieder sieht man Pionierleistungen. Auch meine Mutter ist in Nürnberg gelandet, hat zuerst bei der ALG, dann bei Telefunken gearbeitet. Also durchaus konnte ich zu vielem irgendwie, was Sie erzählt haben, auf verschiedenen Ebenen auch Verbindungen ziehen. Franken, Nürnberg, in Nürnberg geboren zu sein, das Besondere. Also ich habe das Gefühl, dass Sie sehr viel mehr heimisch geworden sind und angekommen sind in dieser Stadt, als ich es jemals war. Obwohl ich sehr viel Unterstützung hatte, also sowohl was Sprache angeht, als auch Deutsche und Türken in meiner Familie zweite Generation sein. Also ich musste nicht diese ganzen Traumata erleben und der Ankunft, der Sprachlosigkeit und anderer Dinge. Insofern bewundere ich vor allem sozusagen die Beziehung, die Sie geknüpft haben zu den Orten und zu den Menschen, in denen Sie sich aufgehalten haben. Naja, wenn wir bei der Vereine Mitglied sind und wenn wir auch politisch unterwegs sind und es verbindet uns immer mit den Menschen. Und ich sage es immer meinem Landsleuten auch, bitte entweder bei der politischen Partei Mitglied zu werden oder irgendeine Verein im deutschen Vereine Mitglied zu, sich bewerben, weil man tauscht sich immer wieder, entweder kulturelles oder wissenschaftliches und so weiter. Man kommt immer wieder vorwärts. Und wir sind Gesellschaft Mensch und ich mache die Menschen und ich gehe auch die Vereine gern dazu. Ich bin ja nicht nur bei der SPD und bei der Bürgerverein, ich bin bei der AWO Mitglied. Ich bin bei der Städtepartnerschaft, Städtepartnerschaft Marmaris-Fürth, bin ich seit 20 Jahren Mitglied, ist auch wichtige Funktion. Wir haben auch internationale Kunst- und Kulturverein, ich bin auch Vorsitzender. Wir haben auch Arbeitsgemeinschaften, aber nicht im Stadtseniora, sondern außen. Bin ich dort auch Mitglied und ich gehe auch gerne zu den Senioren-Netzwerken, weil Senioren-Netzwerke sind auch wichtig für die älteren Bürgerinnen und Bürger, Hilfe zu stellen. Und wir haben in unserem Stadtteil, im Nordostbahnhof, Netzwerk, Senioren-Netzwerk. Und da geben wir dann Mittagszeit die Bedürftigen dann Essen aus und wenn sein muss, ich gehe hin und durch auch die Menschen bedienen. Also ich habe mir, meine Ziele ist so, solange das meine Gesundheit mitmacht, ich bin immer mit den Menschen zusammen. Ich mache die Menschen gerne und ich teile mein Leben mit ihnen und ich freue mich immer wieder guten Gespräche oder Erfolge, zum Beispiel eine davon, die internationale Fest. Eins muss ich betonen, wir haben ja auch die Länder unter sich auch manchmal verstehen sich nicht. Ich habe die vorletzten internationale Fest organisiert. Darf ich das sagen? Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Und ich habe die Mazedonien und die Griechen habe mit eingeladen. Und habe gar nicht gewusst, dass die sich nicht verstehen. Wirklich, ich habe nicht, weil ich habe gedacht, wir sind in friedliches Welt. Und 12 Tage vor dem Festivalbeginn, weil die Flyers sind verteilt und so weiter.
Und dann ruft er der griechische Vereinsvorsitzende: Ja, Herr Gümrüch, bitte kommen Sie mal schnell. Ich muss mit Ihnen wichtige Sache sprechen. Da habe ich gedacht, was soll das jetzt? Naja, bin ich dann im Nachbarschaftshaus gegangen und heute ist Rolf Engelmann ist auch da, Beiratsvorsitzender von Herzlich Willkommen, Rolf. Wir haben uns in Nürnberg nicht getroffen, aber in Berlin. Naja, bin ich dann hingegangen im Nachbarschaftshaus. Ich war alleine und die waren zu viert. Und habe gesagt, was ist das Problem? Ja, Herr Gümrüch, wir haben 200 Mitglieder und die haben gesehen, dass die Mazedonien-Tanzgruppe auch an dem Festival teilnimmt. Und dann haben wir gesagt, wenn die teilnehmen, dann wir nehmen nicht. Aber so, sagst du deinen Mitgliedern schöne Grüße von mir? Wir leben in der Stadt der Menschenrechte in Nürnberg. In der Demokratie. Und seid ihr nicht in Griechenland und die anderen auch nicht in Mazedonien. Wir sind alle in Nürnberg. Wir machen friedlicher Umgang in Nürnberg. Und da habe ich gesagt, sagst deinem Mitglieder schöne Grüße von mir. Wenn ihr nicht wollt, das ist eure Sache, aber ich gehe keinen Schritt zurück. Weil ich bin verantwortlich für dieses Festival, ich organisiere und ich frage euch nicht, wer das an die Bühne kommt, welches Land. Habe ich gesagt, das ist eine Frechheit, habe ich gesagt. Und habe ich gesagt, übrigens, den Saalbesitzer, wo ich die Veranstaltung stattfindet, das ist ein Grieche. Das ist ja mein bester Freund, der Costa. Und dann habe ich gesagt, dann besprich mit einem Mitglieder und dann gibst du innerhalb 24 Stunden mir dann Bescheid. Das hat keine 24 Stunden dauert. In zwei Stunden hat er mich angerufen, hat er gesagt, Herr Gümrüch, entschuldigen, wir haben Sie verletzt. Wir nehmen an dem Festival teil, alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ja, siehst du das? So muss man sein. Ich habe nach meinem Militärdienst habe keine Wohnung bekommen. Ich habe im griechischen Restaurant oben übernachtet. Und damals war die Zypernkrise, August. Und dann haben die Kadospolitiker gesagt, oh, der Türke und der Grieche. Jetzt kracht. Habe ich gesagt, wir gehen friedlicher Umgang. Was die Politiker machen, das ist nicht unsere Sache. Die Menschen müssen miteinander verstehen, nicht die Politiker. Die Politiker können steuern, wie sie wollen. Aber der menschliche Umgang, egal wo die Menschen herkommen, ob Griechenland oder Mazedonien oder Türkei, ist völlig egal. Hauptsache, wir verstehen uns. Wir wissen, was wir wollen. Die Freundschaft ist wichtig. Total, ich kann Ihrem Optimismus eigentlich nichts entgegensetzen. Ich werde Sie jetzt nicht fragen, wie es war, zu erfahren vor 10 Jahren, dass vor 20 Jahren eine Mordserie in Nürnberg begonnen hat. Ein Namensvetter von Ihnen auch, nicht nur Enver Şimşek, sondern Abdurrahim Özdoğru. İsmail Yaşar. Genau, die Namen hat Ülke Süngün hier auch in einer Performance nochmal vorgetragen, die richtige Aussprache davon. Ich denke, dass wir hier im Rahmen dieser Reihe und in der Ausstellung zu Genüge natürlich diese Themen, oder zu Genüge kann man sie nicht, aber diese Themen behandeln und möchte gar nicht sozusagen auf diese Dinge zurückkommen, die uns eigentlich vor allem, habe ich das Gefühl, in einer zweiten, aber auch jetzt in der dritten Generation doch sehr beschäftigen. Also ein Gestus der Notwendigkeit von Widerstand, weil wir das Gefühl haben, oder weil ich will gar nicht für eine ganze Generation sprechen, aber tatsächlich wir ein Erleben haben davon, dass in diesem Land alle 10 Jahre wir auf den Punkt Null zurückkommen und wieder geht es um Integration und wieder geht es um Einbahnstraßen. Das heißt, das, wovon Sie sprechen, was Ihr Weltbild ist, nämlich Demokratie, nämlich Menschenrechte, auch interessant, dass gerade Nürnberg die Stadt der Menschenrechte geworden ist,
dass das sozusagen eben nicht die Selbstverständlichkeit ja einer Politik ist, auch nicht der Partei, in die Sie eingetreten sind. Das Boot ist voll von Goloman, war auch in Helmut Schmidts dann Munde. Es war nicht mehr Willy Brandt, aber also das heißt, wir haben ja keine Politik erlebt, in der ein Wahlrecht, in der eine Anerkenntnis, also auch kommunales Wahlrecht, den Menschen gegeben worden ist. Ich weiß, wie ich in Nürnberg für den Ausländerbeirat mit 14, 15 Jahren auf irgendwelchen Plakaten stand und eben das kommunale Wahlrecht forderte vor ein paar Jahrzehnten. Das sind so die Dialektiken, mit denen Sie deswegen wirklich nach wie vor Bewunderung schaffen, sehr gut umzugehen. Da können Sie uns, glaube ich, nur ein Vorbild darin sein, dass es diese Gleichzeitigkeiten gibt und es trotzdem oder gerade deshalb Sinn macht, miteinander mindestens ein Bier zu trinken und zu tanzen und zu singen und andere schöne Dinge zu tun. Also dieses Thema, was Sie vorhin genannt haben, die mit dem kommunalen Wahlrecht und mit der Integration, das habe ich gestern auch in meinem Vortrag in Nürnberg auch ausgesprochen. Da war auch die Bundestagabgeordneten, die Frau Gabriele Heinrich von meinem Nürnberg Nord, unsere Kandidaten, die kriegt meine volle Unterstützung. Und da habe ich auch erwähnt. Deutschland, seitdem, dass ich da bin, die reden immer mit den Integration und keinen einzigen Schritt weiter. Integration beginnt, wie Sie gesagt haben, mit dem kommunalen Wahlrecht. Wir sind hergekommen, unserem Land Deutschland aufzubauen. Wir haben unsere Hausaufgabe gemacht und wir machen weiterhin unsere Hausaufgabe. Auch wenn wir in der Rente sind, wir verstecken uns nicht. Wir machen auch ehrenamtliche Leistungen für unser Land Deutschland. Aber einen Appell für die Politikerinnen und Politiker. Die Integration beginnt mit dem Wahlrecht. Weil wenn die Menschen, die kommunales Wahlrecht haben, ihre Stadträtinnen oder Gemeinderätinnen wählen oder Bürgermeister, dann sind die anerkannt. Dann sagen die, aha, ich bin in Berlin anerkannt, ich mache noch weiter und so weiter oder in Nürnberg und so weiter. Aber die leeren Wahlversprechen und so weiter, nur bei den Wahlzeiten. Aber ich gehe davon aus, jetzt mit dem Olaf Scholz, dass das wirklich ernsthaft in die Stande kommt, dass die ausländischen Mitbürger wenigstens Wahlrecht haben. Und zweitens, eins muss ich auch sagen, Deutschland macht auch manchmal Fehler. Warum haben nur die... manchmal macht Deutschland Fehler. Ja, ja, aber warum haben die für die Türkinnen und die Türken, die in Deutschland leben, warum haben die denen die Wahlrecht in der Türkei gegeben? Warum haben die in der Bundestag alles mit einstimmig haben die, weil die Tayyip Erdogan hat das so gewollt? Und dann haben die gesagt, jawohl. Und seitdem ist die türkische Gesellschaft auch in Deutschland gespaltet. Wir bringen, egal was wir machen und so weiter, wir bringen keinen Zusammenhalt. Dann verstehe ich auch nicht, wo wir in dem Land, wo wir nicht einmal leben. Und für dem Land sollen wir Wahlrecht haben, wo wir wirklich tatsächlich leben. Mit zig Jahren, wie Arbeitskräfte, Land aufzubauen und dann überall mitzuwirken, und haben wir keine Wahlrechte. Also hoffentlich kommt irgendwann die Sonne scheint, irgendwo Stelle. Bei Schein fällt mir vor allem Scheinehe ein. Also wir haben vor 10 Jahren ein Festivalprogramm mit Tunjai Kulaoğlu, der unser gemeinsamer Bekannter ist, hier in Berlin veranstaltet, so 50 Jahre Deutsch. Ich danke Ihnen auch, Tunjai, dass er mich hier beworben hat. Also genau, wir sagen einfach Hallo, wahrscheinlich schaut er irgendwo im Stream. Tunjai, grüß dich, wo ich feststeckst. Du warst doch in Nürnberg, aber gestern bist du nicht gekommen.
Genau, der ist ja im Moment mit vielen anderen Kolleginnen in 13 Städten unterwegs, deutschlandweit, wo unter kein Schlussstrich eben ein größeres Programm im Rahmen auch der Ausstellung Offener Prozess zum Komplex NSU läuft. Ich bin sehr froh, dass wir hier am Gorki nicht nur kritische Abende, in denen wir vor allem eben tatsächlich die Kontinuität von Rassismus versuchen zu reflektieren. Das ist auch unsere Aufgabe als kritische Praxis, genau andere Stimmen, andere Perspektiven einzuladen. Ich bin aber auch sehr froh, weil ich finde, trotz alledem gibt es etwas zu feiern heute, nämlich Menschen wie Sie, wie Ümitanım, wie meine Mutter und wie den Vater von Fatih Enveroja und viele andere, ohne die wir ganz sicher ein Stück ärmer wären an Menschlichkeit und an so viel mehr. Insofern bin ich erstmal sehr glücklich, dass Sie uns heute beglückt haben und dass wir diesen Tag mit Ihnen verbringen durften und Ihre Geschichte hören durften, wohl wissend, dass es da eben auch Millionen anderer solcher und ähnlicher Geschichten gibt und dass das Interesse, die Neugier, die Generosität die Grundlage ist, um andere Menschen kennen und mögen zu lernen und in den Austausch zu kommen. Vielen, vielen Dank, mein Respekt und vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Ein Danke kommt jetzt auch aus dem Publikum. Wahnsinn, toll. Das können wir jetzt gar nicht im Studio aufnehmen. Dann. Danke nach Nürnberg. Ja, ich bedanke mich auch herzlich, dass ich heute hier dürfen in unserem einen Tag, also zweiten Tag, und dass ich bei der Maxim Gorki Theater in dem Abend, dass ich meine Leben mit tollem Publikum und mit Ihnen geteilt habe. Und das ist für mich eine Ehre und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen, wenn Sie wieder irgendwie Veranstaltung haben und so weiter. komme ich gerne. Also, weil so können wir uns noch besser verstehen und so können wir uns verbinden. Und das ist die Appell. Und ich wünsche uns allen mit friedlicher und respektvoller Umgang. Und das ist die Wichtigste, was es gibt. Ich habe in meinem Vereinsleben meinem Mitglied immer gesagt, mich braucht er nicht lieben, nur respektvoller Umgang. Und dann kommen wir unsere Ziele. Aber Streit ist meine absolute nicht mein Thema. Liebe streicheln und friedlicher Umgang.